Hallo, ich bin Volker Mühlhaus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Empire mit Touchstone-Dateien, also SNP-Dateien, umgeht. Einerseits, wie kann ich simulierte Ergebnisse in eine SNP-Datei exportieren? Andererseits, wie kann ich vorhandene SNP-Dateien, also S2P für Messdaten beispielsweise, importieren, um in der Ergebnisanzeige Messung und Simulation zu vergleichen und das Ganze dann vielleicht für eine Dokumentation gemeinsam auch auszugeben. Fangen wir mit der Simulation an. Hier ist ein Modell, was ich vor einiger Zeit mal erstellt hatte. Das ist ein Hochpassfilter, 432 MHz soll mit minimaler Dämpfung durchkommen, 144 MHz soll geblockt werden. Das Ganze hat zwei Ports, in diesem Fall der Einfachheit halber als zwei vertikale LAMP-Ports realisiert. Und wichtig ist nun für diese Simulation, dass ich beide Ports auch anrege. Also um vollständige S-Parameter zu bekommen, benötige ich alle Anregungen an allen Ports. Ansonsten bei einer Anregung eines Ports bekomme ich immer nur eine Spalte der S-Matrix. Also für S11 eines Einports einer einfachen Antenne ist das natürlich ausreichend, aber für diesen zwei Port muss ich beide Ports anregen, was im Falle von Empire FDTD bedeutet, ich bekomme pro Anregung zwar breitbandige Ergebnisse, muss aber insgesamt zwei Teilsimulationen machen, beziehungsweise Empire macht das natürlich automatisch, wenn ich hier für alle Ports die Excitation eingeschaltet habe. So, dann muss ich in den Simulationseinstellungen als Simulation Mode anstatt Sequential Excitation jetzt noch die Y-Parameter-Extraktion haben. Also diese Einstellung ist erforderlich, damit Empire nach den Einzelanregungen dann die Teilmodelle nochmal umrechnet in eine Y-Matrix, daraus wieder S-Parameter berechnet für das Ganze. Es würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären, aber wenn ich unterschiedliche Porttypen mische, ist es für die Reziprozität meiner S-Parameter-Datei dann auch am günstigsten, wenn ich das vorher einmal über Y-Parameter formuliert hatte. Also Sequential Excitation and Y-Parameter Extraction, und wenn ich das simuliere, bekomme ich im Verzeichnis, wo ich das Empire-Simulationsmodell gespeichert habe, ein Unterverzeichnis, was den gleichen Basisnamen hat. Und in diesem Unterverzeichnis bekomme ich nun pro Port-Anregung jeweils ein Sub-Irgendwas, Sub 1, Sub 2, Sub 3, je nach Anzahl der Ports. Und das Verzeichnis Y-Par mit den Y-Parametern. Und dort finde ich mit dem originellen Namen Default S2P meine gewünschte Touchstone-Datei mit den Simulationsergebnissen, die ich dann extern verwenden kann. Für den Fall, dass ich alle Teilanregungen gemacht habe, berechnet habe, also eigentlich das EM-Modell fertig ist, aber dieser Schritt daraus jetzt Y-Parameter und die Touchstone-Datei zu berechnen. Für den Fall, dass ich das vergessen habe, gibt es auch noch Rettung. Und zwar kann ich hier unter Simulation das Simulation Setup wählen. Und dort gibt es noch die Möglichkeit, aus berechneten, also aus den EM-simulierten Daten nun abgeleitete Parameter zu berechnen. Das passiert sowieso immer. Dinge wie Antenneneffizienz werden nach der Simulation nachträglich aus den Fernfelddaten und der Anregung berechnet. Also ein Post-Processing passiert sowieso immer. Und ich kann Empire hier nun sagen, unter Y-Parameter add equation, dieser Eintrag, SYZ-Parameter und Touchstone. Und da könnte ich Empire auch sagen, ich hätte gerne als Post-Processing diese Datei dann noch erzeugt, dann würde Empire aus den berechneten Daten meine Datei erzeugen. Also dies ist der zweite Weg, den ich vor allen Dingen dann gehen würde,
wenn ich bereits meine EEM-Simulation durchhabe und nur der Post-Processing-Schritt fehlt. Was ich dann noch machen kann, ist, ich habe jetzt gesagt, ich hätte gerne diese Daten, jetzt muss es auch ein Post-Processing geben. Rechtsklick auf Simulation und dann kann ich hier den Post-Processing-Schritt starten. Ja, das zum Thema, wie bekomme ich meine Daten aus Empire heraus. Das nächste Thema ist, wie kann ich meine Daten nach Empire bringen, um sie zu vergleichen, also beispielsweise meine Messwerte. Das ist jetzt hier erstmal, nein, nicht die Masken, sondern die Results. Das ist hier mein simuliertes Ergebnis. Ich habe meine, reduzieren das mal, S11 und S21. Ich habe also hier meine Transmission. Es ist ein Hochpass. Ich möchte hier bei 432 möchte ich eine geringe Einfügedämpfung haben, möchte aber die 144 MHz sperren. Hier sind jetzt so kleine Marker, nein, Marker sind es nicht, aber so kleine Grenzwerte noch eingezeichnet. Das ist ein neues Empire 8 Feature. Hier diese Masken kann ich hier noch definieren, dass irgendetwas im Diagramm noch als Grenzwerte dargestellt wird. Das aber nur am Rande. So, Import meiner Messung. Ich kann unter File, Import, Data, Import Touchstone meine Messwerte importieren. S2P. Und dann sehe ich im ersten Moment noch nichts. Ich muss jetzt einmal hier auf Reload Data gehen und bekomme dann weitere S-Parameter, die ich hinzufügen kann. Also das S21, was ich gemessen habe, das ist jetzt diese hellblaue Kurve, passt wunderschön zur Simulation. Also das ist jetzt meine Messung, die ich gemacht habe für dieses Filter. Das ist jetzt, sage ich, es liegt einfach an der begrenzten Frequenzauflösung in den Messwerten. Jetzt ist diese Darstellung hier links nicht so super fein, also nicht so intuitiv. Ich kann hier auf Tree View umschalten und sehe dann besser, was ist was, weil ich könnte ja noch viel mehr Kurven haben. Und Y-Par sind jetzt also die S-Parameter über Y-Parameter zurückgerechnet, die Empire mir simuliert hat. Und dies sind meine Touchstone-Daten, die ich gerade importiert habe von der Messung. Und wenn ich das Ganze für die Legende jetzt noch etwas schöner darstellen möchte, dann kann ich hier auf Configure Plot gehen und kann unter Legend diese Texte dann auch noch manuell verändern. Also Simulation S11, Simulation S21 und Messung S21. Nicht Messung, sondern Messung. So, ich kann jetzt hier diese drei Kurven nochmal auswählen und Show Only und Other Color machen, dann gibt es vielleicht auch noch etwas nettere Kurven. Warum verschweige ich schamhaft das S11 meiner Messung? Das ist mit einem einfachen Netzwerkanalysator aus dem Amateurfunkbereich gemacht. Der war hier nicht ganz gut kalibriert, deshalb hat er auch mit einer Durchverbindung nur eine gemessene Eingangsanpassung von knapp über 20 dB. Das heißt, um hier meine Notches mit bis zu 40 dB zu vergleichen mit einer Messung, die so schlecht kalibriert ist, das sieht hässlich aus. Das erspare ich euch an dieser Stelle. Wir können aber eine weitere Datei, wo ich Import Data 1P, eine weitere Datei laden, wo ich tatsächlich den Hochpass am Ausgang mit 50 Ohm abgeschlossen habe. Und dann sieht man hier, so, Edit Style, das Ganze hätte ich gerne in Blau. So,
sieht man also hier dann den Messwert für S1.1 aus dieser weiteren Datei. Also ich kann hier diverse, viele Dateien dann auch zusammenladen und zusammen dokumentieren. Und das Ganze kann ich hier ins Clipboard exportieren oder als Datei. Das soll es gewesen sein zum Thema Touchstone-Dateien. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.